Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und wie gesagt, wir sind hier immer noch in dieser Dschungelmission der amerikanischen Kampagne. Aber wir haben jetzt zumindest mal ein bisschen Fortschritt hier. Wo wir ja in der vorletzten Folge keinen Fortschritt hatten. Und genau, wir können jetzt hier unten diesen Flugplatz zurückerobern. Da würde ich sagen, mache ich das doch einfach mal. Warum? So, okay. Sehr gut. Genau, wir haben jetzt zwei Ärzte. Haben hier unser Hauptteam. Team 1. Und wir müssen uns jetzt hier unten über diesen Weg durch an den Flughafen kämpfen. Oh Mann, Freunde. Das ist echt gerade ein bisschen krass. Überall lauern Heckenschützen im Gebüsch. Also das ist eine Mission. Wow. Richtig krass. Aber das heißt, der ist kaputt. Wir können hier hin marschieren. Okay, das ist schon mal gut. Ich hoffe halt, dass die nicht hier unten auch noch auf uns lauern, ey. Weil das wäre richtig blöd. Ihr seid doch Team 2. Warum was? Jawohl, Sir. Alles klar, ihr seid doch hier nur Team 1. Verdammt. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Wie es hier weitergeht, in der vorletzten Mission, der vorletzten Kampagne des ganzen Spiels. Und ja, bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt hier reißen. Beziehungsweise, wo kommt hier irgendwas noch? Irgendwas Bunkerartiges noch? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ja gut, dann. Alles klar, danke. Ach! Oh Gott, doch. Puh. Okay, hier lauern Heckenschützen. Aber nichts passiert. Okay. Oh! Wie jetzt? Oh, nicht euer Ernst. Hier lauern Minen. Wartet mal, wo habe ich das denn gespeichert? Ich glaube, ich habe das gar nicht gespeichert. Ja, 1947, ja, es ist leider auch schon ein bisschen her. Da ist noch eine. Da ist noch so eine Mine. Irgendwo. Irgendwo mal reinzoomen. Da ist ein Heckenschütze, schon mal gut. Okay. Da ist eine Mine, okay. Diese Drecksminen, Alter. Alter Schwede, ey. What? Oh, da unten ist was. Nicht durch die Mine. Ah. So, jetzt. Okay, wunderbar. Hier alles platt schießen. So. Ah, da ist noch einer. Okay, weg. Alter. So, nein, nicht durch die Mine. Alter Schwede, ey. Okay. Ach du Scheiße. Hier sind noch mehr. Wow. Die muss man doch irgendwo sehen können. Alter Falter, das ist gerade ein ziemlicher Thrill, muss ich sagen. Können wir hier rein? Wo soll die denn sein? Man sieht ja nichts, ne? Das ist ja das. Und in der letzten Folge hatten wir halt auch einen Ingenieur verkackt. Ja, der uns im Prinzip jetzt ziemlich nützlich gewesen wäre, aber... Auf den Wegen selber sind eigentlich keine Minen. Oder? Sind auf dem Weg selber Minen? Nee, auf dem Weg selber sind hier keine Minen. Warum geht hier die Musik immer so ab? Alter, das ist... ich will da gar nicht... Wir müssen es versuchen. Aua. Ja, toll. Da ist noch irgendwo eine. Und hier unten war was Rotes.
Jawohl, Sir. Alter, man sieht die ja auch gar nicht auf der Karte hier. Diese blöden Minen. Da hinten. Oha. Oh Gott. Nee, 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 nee. Falsch. 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 Nicht dahin. Ja. Die müssen auf jeden Fall hier unten her. Aber hier unten ist schon wieder so eine blöde Mine irgendwo. Ach du Scheiße, ey. Panzerabwehrgeschütze. Okay. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier unten im Süden angekommen. So, raus aus der Bunkerreichweite, bitte. So. Puh, ey. Mit so ein paar Flitzpiepeln hier, ey. Meine Güte. Okay. Aber wir haben es doch. Die Bunker hier... Okay. Eieieiei. Komm da raus. Aus der Reichweite, so. So. Okay. Puh. Zwei Granatwerfer haben wir. So. Ach du Heilige! Was kommt denn da alles an? Boah, ich glaube, ich muss mich hier nochmal neu sortieren, was das angeht. Was ist das hier denn? Hallo? Geh da raus, was macht ihr denn? So. Ja, ihr macht das hier sehr gut. Okay. Wir haben zumindest hier... Was machst du da? Arzt? Warum rennst du nach vorne? Ich habe dir gar nicht den Befehl gegeben, nach vorne zu laufen. Ihr habt eine 6er Reichweite, das ist schlecht. Der hat eine 10er. Okay, ja, der kann dann auch hier... Genau. So, alles klar. Wir sollen vom Süden rein, haben die gesagt. So, dann lass die mal weiter da drauf ballern. Das heißt, wir sind jetzt hier kurz vor dem Flugfeld. Okay, und wir müssen dieses Radar kaputt machen. Ach du Kacke, ey. Nein, 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 um Gottes Willen, nicht drauf schießen. Da ist noch ein Bunker. Ach du, da kommen noch mehr Einheiten hier. Ja, die kann ich gar nicht... Die können wir auch direkt kaputt machen, eigentlich. Ja. Jawohl. Ja. Ach Gott, da kommen noch welche. Da kommen noch welche. Ja gut, aber solange die einzeln ankommen, kriegen wir die kaputt. Das ist nicht das Problem. Frage ist jetzt, kriegen wir... Schießen die Bunker? Die schießen, okay. Ah, sehr gut. Ja, mach den, mach den. Hä? Wo schießt du denn drauf? So. Schieß auf das Ding. Boah, wie stark der ist. Schaut euch das an. Der Commander Merrill. Beziehungsweise Leutnant Stock. Das ist ein richtig krasser Typ hier. Marinesoldat. Commander Merrill, ich... Ach, du Heilige! Oh, eklig. Okay. Haha. Können wir eigentlich mit den beiden hier? Boah. Lass mal nach vorne gehen, ne? Ja, wir sind jetzt hier an dem Stützpunkt angekommen, tatsächlich. Was macht ihr denn? Nein! Macht ihr eine Laterne kaputt? Was zur Hölle? Ja, macht ruhig alles im Arsch. Ist okay. Das könnten wir aber tatsächlich noch nur mit den beiden Generälen schaffen. Das Ding. Tatsächlich. So, wir müssen ja nur diese Radarstation kaputt... Alter! Okay. Was wird denn gebraucht? Ja. Hehe. Die sind unbesiegbar. Guckt euch das an. Okay, Freunde.
Dann können wir uns ja jetzt hier ein Loch reinschießen. Beziehungsweise, ja, sollen wir hier schon noch reingehen? Ich weiß es nicht. Die Radarstation... Oh Gott. So. Aha, sehr gut. Ja, wir können eigentlich mit den beiden hier reingehen. Ja, mit den beiden hier rein. Noch mehr Heckenschützen hier. So. Da. Partisanen. Wow. Was? Okay. So. Wo war jetzt hier nochmal die Radarstation? 1, 2. Ach du Scheiße, neben dem Turm da. Ja gut, aber die beiden... Ich traue den beiden das zu, dass die diesen Turm hier kaputt kriegen. Tatsächlich! Durch das an! Das ist doch lächerlich! Das ist doch gerade ein bisschen lächerlich, die Kraft von denen, ey. So, ja wunderbar, dann... langsam, aber... So. Jo, cool. Dann können wir jetzt den Radar kaputt machen. Oh, sehr geil, Freunde. Sehr nice. Ja, cool. Die ballern da weiter drauf und ihr... Ja, könnt mal mit reinkommen. Hier ist ja safe. Ich glaub, ach, hallo hier. Hier ist ja safe. Könnt ihr die mal unterstützen, dann geht das ein bisschen flotter. Ah, oh. Oh, sehr gut, Freunde. Wir haben die Mission endlich. Nach 3 Folgen. Sehr cool, dass wir hier endlich einen Fortschritt haben, ey. So, und tschüss. Yes. Alter, yes. Gute Arbeit, Männer. Hört auf zu schießen. Das ist ein harter Schlag für die Japaner. Das kann ich euch versichern. Es wird ihnen ziemlich schwer fallen, sich dem Führer anzuschließen. Okay. Mal sehen, ob wir für euch Jungs ein bisschen Urlaub rausschlagen können. Oh, Urlaub klingt gut. Ist ja nicht so, als ob ich gerade Urlaub gehabt hätte. Aber gut, Freunde. Sie haben gesiegt. Ach, krass. Wow. Okay. Ja, wir haben es geschafft tatsächlich. Hier war noch ein Bunker im Busch. Gegen die hätten wir gar nicht kämpfen brauchen. Okay. Meine Güte, was eine komplexe Mission. Aber alles cool. Wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, wunderbar. Sehr gut. Endlich. Tja, dann würde ich mal sagen... Wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt? Nein, sehr gut. Ja. Das war noch gar nicht die vorletzte. Jetzt kommt die vorletzte Mission. Okay, Freunde. War das die 4. Mission einfach? Und dann kommt jetzt die vorletzte Mission. Die Rückkehr. Da habe ich euch Scheiße erzählt in der letzten Folge. Sorry dafür. Aber jo, gucken wir uns das mal an. Befehle für die 6. Armee. Befehlshaber Lieutenant General Walter Krueger. General Krueger, Ihr vorrangiges Ziel besteht darin, die Insel Leyte zu befreien. Luftunterstützung für die Landung wird durch Flugzeuge von den Geleitflugzeugträgern der 7. Flotte zur Verfügung gestellt. Ihr erstes Ziel besteht in der Eroberung der Flugplätze in der Nähe von Tacloban. Ihr Endziel ist der Marinestützpunkt in Ormok. Durch dessen Zerstörung kann der Feind die Insel nicht mehr mit Nachschub versorgen. Erreichen Sie Ormok und zerstören Sie es mit allen erforderlichen Mitteln. Halten Sie Ausschau nach dem japanischen Kriegsschiff Yamato. Es ist den US-Truppen entkommen, die es im Norden angegriffen hatten. Wir gehen davon aus, dass sich auf der Insel japanische Verteidigungstruppen verschanzt haben. Viel Glück. Alles klar, Freunde. Jetzt weiß ich definitiv, wo wir sind. Wir sind nämlich auf einer philippinischen Insel. Ganz genau, weil in diesem Ort war ich tatsächlich schon mal, ganz witzig, also dieses Tacloban, von dir gesprochen haben, da war ich tatsächlich schon mal und das ist hier unten. Und genau, und Ormok ist hier oben, glaube ich, und hier noch irgendeine andere Stadt. Auf jeden Fall müssen wir die Insel erobern, Leyte, und ja, cool, auf jeden Fall, dass man jetzt hier so einen Bezug zu hat. Finde ich interessant. Richtig cool. Okay, bin ich mal gespannt, was hier auf uns wartet.
Volk der Philippinen, ich bin zurückgekehrt. Wieder einmal stehen. Die Stunde der Lösung ist gekommen. Der Erlösung, ja. Der Kampf verlagert sich immer weiter nach vorn. Greift an. Für zukünftige Generationen unserer Söhne und Töchter, greift an. Im Namen der heiligen Toten, greift an. Lass den Mut nicht sinken. Ist das MacArthur oder was? Möge jeder Arm stark sein. Ja, General Douglas MacArthur, 24. Oktober 1944. Ah, tatsächlich. Ich war tatsächlich da schon mal. Na gut. Für Jägereinheiten einzurichten. Tacloban im Norden ist unser Ziel. Erobert die Flugplätze und so viele Gebäude, wie ihr könnt. Machen wir. Ey, das ist jetzt gerade richtig krass für mich. Ich war tatsächlich, wo die hier gelandet sind, wo die hier landen. Ah, jetzt ist hier wieder invertiert. Erobern Sie Tacloban im Norden, bringen Sie General Krüger ins Stadtzentrum und die Stadt zu übernehmen. Ey, Leute. wo die hier waren, wo sie hier jetzt gerade gelandet sind, da war ich tatsächlich schon mal. Da steht ein großes Monument von MacArthur. Richtig interessant. Ich werde aber trotzdem jetzt das Ding nochmal laden, weil die Karte wieder so komisch invertiert ist. So. Ja, krass auf jeden Fall. Das ist gerade ziemlich krass für mich, muss ich sagen. Aber gut, wir spielen die Amerikaner und landen und gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Okay. Mal gucken, wie die Japaner die Philippinen beschützt haben. Das war jetzt, das ist echt interessant, gerade für mich auch zu wissen. Ja, weil wie gesagt, meine Frau hat halt da ihre Wurzeln. Und... Ah! Heckenschützen! Heckenschützen! Okay, Heckenschützen! Panzer haben wir, okay. Und mach die kaputt hier. Kabem. Alles klar, aber das ist, glaube ich. Kommen wir hier durch? Ja, wir müssen uns hier einfach durchschießen, ne? Die Flakpanzer können wir dahin, genau. Boah, Freunde, das ist gerade richtig krass für mich. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt hier schaffen. Schlacht der Philippinen, so, so. Okay. Aber dass der hier mit, das MacArthur, hier mit Artillerie und so gelandet ist, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber gut, ist halt so. Oh ja, macht ihr mal. Wir können hier in Ruhe die Mauer aufschießen. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Ja, wir kriegen das schon auf, ist kein Thema. Da aufmachen und rein da, los. Ab nach Tacloban. Krass, Freunde. Richtig heftig, die Mission. So, dann sind wir hier reingekommen. Genau, der Flakpanzer, der kann mal zurück. Außer Kanonenfutter zu spielen. Ey, hallo? Was macht ihr da? Sie werden den Tag verfluchen. Ganz genau, Freunde. So. Und das Kapitol hier müssen wir kaputt machen, oder was? Wartet mal, da muss ich... Aua! Blöder Heckenschütze. Da, Heckenschütze. So. Muss ich gerade mal gucken, tatsächlich. Bringen Sie General Krüger ins Stadtzentrum. Okay. General Krüger, wo bist du, General? General Krüger. Guck mal, nein, 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 mach doch nicht alles kaputt. Da ist der Krüger. So, das ist nämlich ein Deutscher scheinbar, okay. Beziehungsweise ein Amerikaner mit deutschem Namen. Okay, so. Hallo? Ach, ins Stadtzentrum. Ach so, ins Stadtzentrum. Ach Gott. Warum brennt das hier eigentlich so? Ins Stadtzentrum also, okay. Das ist... das ist gerade sehr interessant. Wo ist denn das Stadtzentrum? Das ist doch eigentlich hier. Bringen Sie General Krüger ins Stadtzentrum. Brennende Flugfelder. So. Ui! Was? 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 Sie haben die Flugplätze nicht verteidigt. What?
Haben wir jetzt verloren, oder was? Wir werden angegriffen. Hä? Sir, wir haben Verteidigungsstellungen auf den Höhen nördlich der Stadt. Was ist los? Sie haben die Flugplätze nicht verteidigt. Hä? Ja, okay. Aber was ist denn jetzt? Vielleicht nochmal neu. Vielleicht nochmal neu, muss ich tatsächlich mal gucken. interessant. Richtig interessant. So, General Krüger, wartet mal. Machen wir neu. Ich will die Flugplätze. Ich will die Flugplätze behalten. Was ist denn jetzt los? So, alles klar. Dann. Gehen wir hier nochmal das Ganze nochmal von vorne an. So. Ja, Freunde. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Let's Play von Empire Earth. Mir gefällt es tatsächlich sehr. So, Heckenschütze und Bunker. So. Nein, lass dich nicht kaputt machen, General. General Krüger hier. So, okay. Alles klar. Jawoll. Schaut euch das an. Ja, ihr schießt euch hier durch, ja? Ah, kabem, kabem, kabem. Ah. Wunderbar. Dann können wir die alle ja mal eigentlich... Wir haben einen Schirmet-Panzer. Ja, ja. Hier könnten wir die Mauer aufschießen. Da, ums. Ums. Ah, das ist das Stadtzentrum, oder was? Das meine ich mit Stadtzentrum. Ja gut. Ja gut, dann probieren wir das nochmal. Flakpanzer. Okay. So. Gut, dann. Ist das hier mal Team 1? Das hier ist Team 2. So. Dann gehen wir, rollen wir mal hier rein. Los. So. Jawohl. Kaputt gemacht. So. Jetzt hier. Los. Und Team 2 bitte hier. Team 2 bitte rein. So. Und ihr könnt bitte raus. Beziehungsweise General Krüger hier oben rein. So. Okay. Ah! Okay, sehr schön. Wunderbar, ey. Oh Gott. Oh Gott! Wir haben Holz. Wir werden angegriffen. Wo denn? Wo werden wir denn angegriffen hier? So, wunderbar. Alles klar, dann. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Da oben, der gefällt mir gar nicht hier, der Heckenschütze da oben. Mach den kaputt. Ja, dann roll ich halt mit dem Panzer hier. Hey, 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 hey. Feigling. So, okay. Kaiserreich Japan. Okay, Freunde, wir haben tatsächlich hier Tacloban erobert. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier... Die Flugplätze wurden repariert. Okay. Gut gemacht, Jungs. Jetzt müssen wir die Insel erobern. Wir müssen uns nach Norden, Richtung Karigara, entlang der Küstenstraße durchkämpfen. Okay. Dann machen wir das mal. Allerdings in der nächsten Folge tatsächlich, Freunde, weil jetzt, wie ihr seht, gerade oben links am Timer, die Folge ist voll. Verdammt! Ja gut, okay, aber wir haben tatsächlich... Boah, geil. Wir haben tatsächlich das geschafft. Okay, alles klar. Können wir eine Mühle bauen? Wir können eine Mühle bauen. Können wir neue Dings bauen? Wir können tatsächlich neue Dings bauen, okay. Ja. Da würde ich doch einfach mal sagen. Baue ich jetzt hier halt... Bauen wir jetzt hier halt nochmal... ein neues Ding auf und hier eine Mühle... Sehr gut.
Ah, jetzt geht das auch mit den Dingern hier, okay. Wunderbar. Das sind auch 7 Stück. Du Frau, du kannst nochmal da vorne helfen, bitte. So, ah, perfekt. Freunde, perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt hier in aller Ruhe aufbauen beim nächsten Mal. Ah, ja, du. Das sind nur 7, okay. Oh, was ist jetzt? USS Dasher, USS Dasher. Yamato gesichtet, Kurs auf Tacloban. Versuchen Abfangmanöver, USS Dasher, USS Dasher. Oh Gott. Yamato? Fuck. Okay, das wird doch ein bisschen schwieriger noch, als ich dachte. Und? Natürlich. War doch klar. Alles klar, das heißt, wir müssen hier auch Schiffe bauen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Dafür brauchen wir aber Holz. Wir brauchen ganz schnell neue Bürger. Was zur... Was macht ihr denn da? Seid ihr 7? Ihr seid 7, okay. Wir werden angegriffen. Hier gibt's kein Holz. Warum gibt's die... Ach, da unten doch. Wo werden wir... Wir werden angegriffen. Wo denn? Bomber! Was zur... Okay. Na gut, wir brauchen halt Holz, ne? Das ist... Wir brauchen Holz. Alles klar, Freunde. Dann würde ich aber dennoch mal sagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bauen Sie Ihre Truppen auf, um nötig nach Caligara vorzurücken. Und genau, Freunde, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und, wartet mal. Das ist mir gerade ein bisschen zu... Das kann ich noch nicht beenden hier. Wegen den Schiffen, die hier ankommen. Was macht... Wartet mal, Freunde. So, das kriegen wir hin hier. Da ist die Yamato. Oh Gott. Freunde, wartet mal. Bevor ich die Folge beende, muss ich das noch irgendwie hinkriegen. Ach du Scheiße. Irgendwie hinkriegen hier. Hallo, das könnt ihr ja jetzt, oder? Ja, 8. 8er Reichweite. Ihr habt eine 9er Reichweite, das passt. So, Freunde. Wo ist die Yamato? Weg. Ah, nee. Haha, sehr gut. Eine 8er Reichweite. Oh! Ach du Scheiße. Boah, zieht die viel ab. Meine Güte. Okay. Ja, dann... Flieger. Goldeisen. Jäger. Mehr haben wir nicht. Na toll. Bazooka. Ich weiß es halt nicht, ne, wie wir jetzt hier die... Yamato wegkriegen sollen. Verdammt, Freunde. Schießt tatsächlich nicht auf Minikin. Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, haha, so können wir es hinkriegen. Aua. Nee, können wir nicht. Boah, das ist ein Riesenschiff, ey. Marinesoldaten. Die haben aber nur eine 6er Reichweite, aber trotzdem. Vielleicht kriegen die es ja hin. Die heißen ja nicht umsonst Marinesoldaten. Aber gut, Freunde. Müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber das ist zu krass. Das ist zu krass. Schaut euch da... Ah, das schaut euch das an. Ja, ja. Das ist zu krass, der Damage hier. Aua. Fregatte, Kriegsschiff. So, ne Bismarck. Wir bauen eine Bismarck auf den Philippinen. Bitte, was? Eine Bismarck. Okay, das ist natürlich jetzt gerade... mega krass. So, neue Bürger, bitte. Ja, die
Yamato möchte ich unbedingt noch wegkriegen, bevor ich die Folge beende, weil das ist echt ein heftiges Schiff tatsächlich, ja. Oh, ich kann keine Luftabwehr bauen. Ja gut, das ist natürlich auch wiederum Kacke. Aber gut, Freunde. So. Bismarck gegen Yamato. Oh Mann, Freunde. Das ist jetzt geil, echt. Ja, die haut ab. Die haut einfach ab. Ja, okay. Dann haut sie halt ab. Ich meine, ja. Können wir Türme bauen? Wir können auch keine Türme bauen. Was soll denn das? Ja gut, aber dann ist die Yamato jetzt halt abgehauen. Wo ist mein Flakpanzer? Da ist mein Flakpanzer. Komm mal bitte nach hier vorne. Ich muss ein paar... Ach du... What? Alter. Okay. Ich muss unbedingt Jäger bauen. Okay. Jäger. Atombomber. Okay. Oh Mann, Freunde. Okay. Gut, dann geht ihr zum Gold. So. Dann müssen wir hier wieder neu aufbauen. Oh Mann, Freunde. Das ist ganz schön krass gerade. Aber hey. Okay. Wir haben die Yamato verjagt. Das ist schon mal gut. Ja, sobald ich hier... Sobald wir hier... Auch ein Schiff haben, verziehen die sich ja nicht. Oh. Wir haben Verteidigungsstellungen auf den Höhen nördlich der Stadt bezogen. Ja, okay. Aber das ist in Ordnung. Das ist schon noch okay. So. Gut, dann haben wir jetzt hier ein paar Flugzeuge, die da sich aufbauen. Sehr gut, Freunde. Dann haben wir ja ein bisschen Ruhe. Seitdem sind die Japaner auf der nördlichen Höhen verteilt waren. Okay. Und dann würde ich mal sagen, jetzt liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier dann weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr privat irgendwie mal Bock habt, ein bisschen zu quatschen oder so, kommt auch mal gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.